Mhm. Kann passieren. Weil die machen schon nicht ganz ohne Schaden und ohne Geisterrüstung. Oh, ein Schwingel. Erstmal da hinkommen, ne? Über solche Trivialitäten mache ich mir noch keine Gedanken. Gedanklich bin ich schon im nächsten Let's Play. Also gedanklich habe ich gerade Command & Conquer Generäle mit meiner neuen Grafikkarte durchgespielt, die du mir geschenkt hast. Ich komme jetzt auf Generäle, ich muss das mal Naruto Bro 2 spielen. Ich weiß auch nicht. Weil generell schon irgendwie cool war. Ich konnte das erste Mal 10-mal Superwaffe bauen, das war einfach schön. Ich kaufe mal diesen Bogen hier. Machst du wieder Glücksspiel? Nee, den ganz normalen Bogen im Händeshop. Also, ich wollte gerade sagen, machst du jetzt kein Glücksspiel? Weil der ist 3-mal gesockelt und... Mal gucken. Ich habe 3 Sockel und da ist sogar noch ein Bogen dran. Der Wahnsinn. So, was haben wir denn noch so im Inventar trinken? Ja, da wollen wir doch mal einen nachlegen. Ne? Oh, ich habe plötzlich viele Stadtportale. Das Juwel kann auch weg. Ich soll die Sachen vielleicht erst identifizieren und dann verkaufen. Ordnung hier reinbringen. So, hatte ich vielleicht irgendwas Interessantes an Zeug? Nein. Nein? Nein. Verteidigung 47, ernsthaft? Was ist das für ein Dreck? Registriert das Spiel, dass wir zum zweiten Mal hier drin sind? Vielleicht. Ich glaube es auch nicht. Lalalala. Oh. Okay, das habe ich jetzt gebraucht. Ich gerade einfach an, der Tournament gibt es auch eine Linux-Version. Also gibt es was? Auch eine Linux-Version von Unreal Tournament 2004 oder was ich da rumliegen habe. Irgendwo. Wo auch immer. Das willst du jetzt auch spielen? Nein, ist mir nur so eingefallen gerade. Achso. Der Friedhof, nee. Wessen Werk liegt hier begraben? Ich möchte nicht wissen, was auf dem Friedhof begraben liegt. Und dann jetzt in die Grotte? Oder willst du lieber auf den Friedhof gehen? Gut, ich nehme auf. Nö. Was nö? Noch nicht auf dem Friedhof, oder? So, gut, dann zu stark, oder? Keine Ahnung. Ich bin jetzt in der Grotte. Kommst du oder soll ich da? Ich guck mal rein in die Grotte. Ich komme auch gleich, ja. Bin hier noch mit meinem Bogen. Oh, Skelettkrieger. Oh, wir gehen sogar halbwegs. Ist der Bogen jetzt stärker oder nicht? Nun ja, ich habe hier dieses komplexe mathematische Problem. Sehr gut. Ich
Ich habe hier ein komplexes mathematisches Programm, das diese Frage beantworten wird. Vielleicht. Sehr gut. So, was ist denn da gerade noch so? Ein Brunnen. Entsockeln kann man ja leider nicht. Nein. Also kann ich ihn verkaufen. Ja, gefallen, wie kreativ. So, dann. Sie sind gefallen. Kaufe ich noch Heiltränke? Sind überbewertet, brauchst du nicht. Nee, nee. Ist schon besser. Ach komm. Bring doch einfach die Gegner. Warum hast du nicht Vampir als Klasse ausgewählt? Gibt's doch gar nicht. Och, deine Ausreden immer. Gibt's nicht, existiert nicht, geht nicht. Ich kann keine Klasse spielen, die nicht existiert. Oh. Ah, großartig. Das ist jetzt schon wieder scheiße. Hat der Brunnen noch Wasser? Ja, der Brunnen. Jetzt ist der Brunnen. Also der Bogen an sich macht nicht viel Schaden. Der macht 2 bis 6 Schaden. Wow. Aber die Hölle. Dadurch, dass er 3 Sockel hat, erhöht sich der schon um 20 bis 50 Feuerschaden und 1 bis 50 Blitzschaden. 1 bis 50, das klingt irgendwie so scheiße. Ja, durch diese. Die Rune war ein bisschen blöd, ja. So, das bin ich charmant. Und 21 gibt schon. Auf 4 Sekunden. Bin schon fast tot. Dunkle Ranger. Das ist Texas Ranger? Gott ist hier, ja. Komm einfach dahin, wo ich bin. Gehen wir dann mal rein. Alter! Pass ein bisschen auf, die Ranger machen nicht schlecht Schaden. Sie laufen die ganze Zeit weg und. Heißt schon auf Mob! Das ist nicht die Gefallenen töten, ich muss den Schamanen töten! Aber ich komme nicht ran an den. Schamane. Ich weiß es nicht, der steht irgendwo in diesen ganzen Leuten und zwischen den Rangern und alles und ich bin. Ach, komm schon! Hab ihn, ich hätte ihn fast. Gibt's doch nicht. Super, schon wieder ewig viel Kohlen weg. Leck mich. So krieg ich ja nie die Kiste voll. Hallo, greif halt an. Dieser Ranger machen derbe Schau. So, jetzt endlich mal Schluss hier mit dem Scheiß-Schamanen. Piss dich. Ich hab keine Tränke mehr drauf. Oh. Warum belegen die sich nicht automatisch wieder? Nein, man muss erst ins Menü gehen und das einzeln machen, weil. Ja, für dich. Hm? Ich hab Pfeile hingelegt, die brauchst du. Boah, jetzt brauche ich erstmal keine Pfeile mehr. Wenn ich sag, du brauchst Pfeile, dann brauchst du die. Schluckst die. Ja, es werden ja auch wieder weniger. Ne? So, hast du unten schon? Anscheinend ja. Nein. Warum sind die keine Gegner? Okay. Vielleicht sind sie ja hochgekommen. Ich habe Gegner gefunden. Also vorhin sind ein paar da unten raufgelaufen, das ist alles, was ich weiß. Ja. Schlacht das Gesicht weg. Ich glaube, da ist ein Champion wieder dran, Boss und die Gegner. Mhm. Ja, ist sogar eine mit Namen. Aber du hältst den schon, oder? Ja. Vielleicht. Schnell ist er ja nicht. Wo ist er denn? Ich komm mal her und helf dir. Ich bin so langsam.
Extra schnell! Bin's toll. Ich droppe immer so einen Scheiß. Warum droppe ich nicht mal was Gutes? Zum Beispiel den kompletten Satz für mich. Oder Set oder wie auch immer. Ich bin so langsam, das kotzt mich an. Oh, drei normale cool. Champions. Drei Stück. Ja, aber das sind nur so normale, die haben nicht mal so einen eigenen Namen. Das geht nur. Ja, komm, das ist doch. Ich wollte irgendwie aber haben nicht mehr die Karten haben. Aber ich droppe mal irgendwie besseres Zeug als der mit Namen. Ne? Das soll halt nicht dastehen und mehr Geld. Okay. Ich droppe ungefähr dasselbe. Toll. Ein Katar. Hm. Hey, ich habe einen grauen Bogen. Der viermal gesockelt werden kann. Wirklich? Blauen Bogen, ja. Er kann viermal gesockelt werden. Okay, hast recht. Der kommt ein bisschen zu spät. Toll. Was kaufst du dir das auch? Du weißt doch, das taugt alles nichts. Ja, kann ich doch nicht wissen, dass der jetzt. Boah, hab ich doch vorhin schon 20 Mal gesagt, dass ich das gleich droppen lasse, wenn ich das kann. Alter. Der hat doch mehr Grundschaden. Gut. Der hat ja 13 bis 18. 3 bis 18 Grundschaden. Aber schlechter an dem Bogen ist. Er ist langsam. Ja, schnell halt. Aber nicht sehr schnell. So, was haben wir da hinten noch so? Noch mehr Skelettkrieger, die gehen. Skelettkrieger sind angenehm, die machen nicht so viel Schaden und halten auch nicht so viel aus. Davon bitte mehr. Wie ich immer alles aufsammeln muss, ist der Wahnsinn. Die Range mag ich aber nicht so. Die haben zu viel Range, ne? Ja, die laufen auch immer weg und machen auch irgendwie manchmal recht derbe Schaden. Ich fühle mich gesund. Boah, ist irgendwo ein Schamane. Ja, ich hab ihn schon gefunden. Er ist tot. Okay. Sei denn, da oben ist noch einer. Ich glaube, da oben ist noch irgendwo einer. Da sind immer noch zwei. Da hinten ist noch einer. Danke. Zwei. Nee, da hinten ist noch einer. Keiner? Mhm. Auf Glätt kriegen. Oder es fehlt noch einer. So, jetzt fangen wir mal schön auf hier zu sein, ne? Ja, toll. Ich zieh mich hier bei Untoten. Wie kann man denn hungrig sein, wenn man tot ist? Hört das dann nicht irgendwie auf? Eigentlich. Eigentlich ja. Ja, geil. Voll das geile Zeug aus der Kiste bekommen. Hungrige Tote. Naja, eher Untote. Oh, ich habe einen Heiltrank gefunden. Toll. Ich habe einen Skelettkrieger in dem Fass gefunden. Darf ich ihn behalten? Mhm. Einen epischen blauen Helm. Also selbst wenn ich die Heiltränke nicht zuerst aufsammle, nimmt sie Delfino nicht mit. Der Wahnsinn. Auch noch mehr Gefallene. Delfino steht erstmal da und lässt sich beschießen. Ich habe eine Rune mit Lebenabsaugung gefunden. Ja, dann saugen wir ordentlich. Ja, vielleicht ganz gut, wenn wir die hätten. Und vielleicht noch ein bisschen auf seltene Gegenstände finden. Chance. Jo. Kaltkrähe. Die hat auch einen Namen.
Alter, irgendwas hat er gerade derbe Damage gemacht. Ja, Kaltkriege. Ja, das können sie gewesen sein. Vielleicht reiten wir mal einen Schritt zurück. Bei Dings war das immer cool, Dungeon Siege 2, da konnte man sich selbst so Ringe zusammenschmieden. Die konnte man dann vollpacken mit diesen fetten Wahrscheinlichkeiten, dass man was findet. Und da sind dann am Schluss dann nur so permanent solche wertvollen Sachen gedroppt. Das war cool. Okay. So konnte man auch den Dieb gut bekommen. Und gleich nicht ganz einfach zu töten. Vielleicht sollte ich auch mal ein paar Gegenstände besorgen, wo ich bessere Chance habe, einen besseren Gegenstand zu erhalten. Ich habe ein Level up, hey. Bin ich ja voll dafür. Du hast ja fast bloß eine Gegenstände. Ja, was hab ich nicht. Ich kann gerade nicht nachschauen. Es ist vielleicht gerade nicht die beste Zeit. Das gibt's doch nicht. Ich hab doch diesen Tag noch. Machst du mal ein Portal auf? Nein, das ist das alte. Na gut, laufe ich halt wieder dahin. Ich gehe auch mal durch. So, warten das jetzt irgendwo ganz. Brauchen nämlich wieder Tränke. Ach, jetzt hat es aufgemacht, na toll. Ja. Ich habe immer genug Portale dabei. Ich auch, ich konnte es aus irgendeinem großen Grund nicht mehr benutzen, ich weiß gar nicht warum. So, aber wo liege ich denn? Werde ich mir mal weglegen, ne? Wo liege ich denn? Vielleicht brauche ich den irgendwann nochmal. Jetzt bleib stehen, dummes Mistding. Ich hasse dieses blaue Dreckscheißsack! Nein! Ich hab den Trank doch noch getrunken! Ach, fick dich, Spiel! Mach ein Portal auf, komm. Lass mein Gold liegen, du Spast. Ja, dann eben kein. Soll ich jetzt wieder dahin laufen oder was? Nein! Ja, was machst du denn? Ich will doch nur ein Portal. Ich hab du direkt. Ja, danke, Delfino, dass du den da hingelockt hast. Was, du wolltest schnell ein Portal haben? Ja, aber doch nicht vor Gegnern. Ja, hättest du noch länger warten müssen. Super, jetzt hab ich wieder über 20.000 Gold verloren. Leg mich doch. Die ist irgendwie so leicht durchsichtig, ne? Oh, das ist ein Portal. Ich hab gerade gedacht, du hast irgendwie. Ach, geisterhaft darum. Schnauze. Tod ist jetzt. So, ich wollte gucken. Was wollte ich gucken? Richtig, ich habe. Was habe ich denn? Ich habe eine Mütze mit 35% bessere Chance, magischen Gegenstand zu erhalten. Ich habe ein Amulett mit 15% bessere Chance, magischen Gegenstand zu erhalten. Ich habe. Einen Ring mit 29% bessere Chance, magischen Gegenstand zu erhalten. Und Handschuhe mit 23% bessere Chance, magischen Gegenstand zu erhalten. So, du hast ja fast 100%. Das reicht irgendwie doch nicht so wirklich. Ich brauch noch mehr. Mehr. Ob ich mal aus Delfino vielleicht einen Gegenstand basteln kann? Ein Amulett. Ist das, taugt das was? Ich weiß nicht. 10% schnellere Zauberrate. Wow. Ja, nicht wirklich. Willst du das haben? Das ist so toll. Ah, oh, Skelettkrieger, die sind schön, die kann man machen. Ich finde das Dämonen lieber schön. Wobei, diese Zauberpfeile sind ja auch Zauber quasi, ne? Ja, hast du. Vielleicht könnte ich dann schneller. Freu dich damit. Carsten, sozusagen. Wer ist Carsten? Karstenbier. Ein Stein der Gesundheit, Alter. Hier gibt's einen Brunnen und zwei Steine.